Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, weiteren Folge Project End. Das ist mittlerweile schon Folge 8 und Patrick, wo bist du eigentlich gerade? Hier bin ich, Bam! Okay, cool. Ja, dann sehen wir uns jetzt in der Folge. Patrick. Willst du uns sagen, was wir jetzt in der Folge vorhaben? Natürlich. In der Folge haben ich und Elias vor, den Enchantment-Raum zu bauen. Junge, wo bin ich? Hilfe! Ja, dass er nicht ertrinkt, ist auch cool, finde ich. Hilfe! Ja, Digga, okay, ich bin mit Stock. Okay. Elias? Hallo. Nein, warte. Achso, jetzt kommen wir raus. Okay, nice, gut. Also, einmal, Patrick, du kannst mal mitkommen zu mir, zu meinem Haus. Ich möchte nämlich etwas zeigen. Natürlich. So, und zwar habe ich nämlich angefangen, etwas zu bauen. Aha. So, was auch immer das wird. Okay, ja, das wird mein Untergrundbereich. Und zwar habe ich vor, hier erstmal so Glowstone hinzuklatschen. So, verstehst du? Und dann werde ich hier nach unten hin was schön Großes ausgraben und dann da so eine schöne lange Treppe nach unten führen lassen, aber so im offenen Raum nach unten, verstehst du? So, dass man alles sehen kann auf dieser Treppe. Ja. Dass ich den ganzen Raum schauen kann. Das halt so riesig wirkt. Das ist so mein Ziel. Aber das ist etwas zeitintensiv. Ja. Kein Problem. Dein Ernst? Was? Ich würde gerne rausgehen. Was willst du? Aus der Tür rausgehen. Du hast mir gerade direkt vor der Nase zugeschoben. Ach so. Der tägliche Folgen-Postmann bringt immer Karotis mit. Ja, ich weiß. Also, erstmal, Patrick, was ganz wichtig ist, du hast Dias gefarmt. Gib mal. Was, gib mal? Ich hole jetzt meine Dias und dann holen wir deine Dias und dann werfen wir alle auf einen Haufen. Wir haben letzte Folge ausgerechnet, wie viel brauchen wir? 58. Dias. Richtig. Willst du noch mal rechnen? Nee, danke. Falls wir uns doch verrechnen. Okay. Nee, danke. Wir brauchen noch 18 Diamanten. Sag mal, hackt's? Mit den Diamonds, das kann erstmal warten. Ich meine, wir müssen ja irgendwie an Folgen rankommen, ne? Ja. Nicht, dass wir jetzt zum Beispiel jetzt die Diamonds holen, das auch noch. Dann, jetzt könnten wir machen, dass ich in der nächsten Folge die Diamonds hole. Das heißt, wir haben eine Folge Vorsprung. Also eine Folge noch mehr. Also, Patrick, wollen wir uns dann schön auf Ledersuche begeben? Wollen wir auch nochmal ausrechnen, wie viel Leder wir insgesamt brauchen? Natürlich. Also, Patrick, wir machen jeweils. Wie sieht denn so ein Enchantment-Raum aus? Eine Sekunde. Ich hole kurz etwas, damit wir uns das deutlicher vor Augen führen können. Und zwar ein bisschen Holz. Und dann komm mal zu mir, zu meinem Haus. Also, das sieht ja ungefähr so aus, dass es. So. Genau. Genau, und das hier sind alles Bücherregale. Ja, genau. Also ja, man kann das so bauen, ja. Aber im Feld, also, aber wie du ja weißt, ist da ein doppelter Eingang. Das heißt, so ein Zweier-Eingang. Ach so, den Eingang meinst du. Ja, das sieht hässlich aus, wenn man so oft nur auf einer Seite so einen einblockigen Eingang hat. Außer man baut vielleicht so einen Weg. Dann ab hier nach links ist dann der Enchantment-Raum und rechts kommt irgendwann irgendwas. Ja. Nee. Oder man baut. Was? Nee. Nee, das. Also willst du das. Das ist sowas. Warte mal, ich kann mal kurz hier demonstrieren, wie das dann aussieht. Ich bin noch ein Dirt. So. Muss ich sagen, also so sieht's. So ist erstmal der. Du weißt ja, das ist ja erstmal so mit Dirt. Das heißt, du willst es so haben. Wenn es nur ums Aussehen hergeht, könnte man ja trotzdem da eine Doppeltür platzieren. Könnt ihr sozusagen so machen. Bloß mit einer anderen Tür, wo keine Löcher sind. Wir können den ganzen Brunnen eins breiter machen. Aber dann würde das mit dem Netherportal wiederum scheiße aussehen.
Wie sah das da unten aus? Gott, jetzt habe ich gar keinen Plan mehr. Ja, so. Perfekt. Ja, und dann bin ich der Crafting Table gerade. Nee, der Enchanting Table. Sieht mein Po gut aus? Boah, man sieht richtig deine Abschüsse. Hallo? Sag mal. Was? Dann, jetzt einmal zusammenfassen, Patrick. Das musst du jetzt einmal, wie so eine PowerPoint-Präsentation musst du das jetzt vortragen. Hier ist die Cam, ich bin die Cam. Okay, also, wie ihr gerade auf der Cam sehen könnt, laufen wir jetzt hier in den Eingang rein. Wir haben zwei verschiedene Wege. Einmal nach links zum Enchantment-Raum, wo dann hier, was gerade Holz ist, Bücherregale sind. Wenn man jetzt hier nach rechts, meine Damen und Herren, und Non-Binary Kampfhelikopter jetzt hier nach rechts laufen, dann wäre jetzt hier der Eingang zur Höhle, um zu Stripmine. Hier, guck. Genau so soll es dann im Brunnen aussehen, und zwar genau hier. Ja, Patrick, jetzt kommen wieder meine Rechenkünste. Oder willst du diesmal rechnen? Was muss ich denn rechnen, Elias? Du musst jetzt ausrechnen, wie viele Bücher bzw. Leder wir brauchen. Okay, willst du einmal rechnen, wie viele Bücher brauchen wir? Pro Bücherregal brauchen wir 3 Bücher. Also, so, schaust du mir zu? Okay. Ja. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wir haben 20 Bücherregale. Ja, das ist korrekt. So. Ganz kurz, lass ich kurz meinen besten Freund rausholen. Deinen besten Freund. Oh, es war nur ein Blatt. Okay, alles gut. Also das heißt, wir brauchen 3 Bücher. Für ein Crafting. Ja, genau. Ja, genau. Crafting genau. Table. Ja, ich meine, ein Enchanting. Okay. Egal, für ein Bücherregal. Das heißt, wir müssen 20 mal 3 rechnen. Daraus kommt 60 Bücher. Und für. Das heißt, wir brauchen auch 60 Leder gleichzeitig. Korrekt. Super. Und wir brauchen 180 Papier. Ja. Dreimal. Denn ich habe 60 mal 3 gerechnet. Okay, dann lass uns Leder farmen. Okay. Wie viele Leder? Haben wir denn schon überhaupt Bücher oder Leder? Oh, ja, genau. Wie viele Bücherregale haben wir denn? So, hau mal raus, hau raus. Wie viele Bücherregale? Wo sind die Sachen der Truhe? Also, ich habe 6 Bücherregale. Genau. Das wird dauern. Ah, ich sehe gerade so, ich habe 2 Bücher in meiner Kiste. Okay. Hier ist aber ein Skelett im Unterwasser. Ja, das gibt es. Spätreaktion ist so, das tut mir leid. Was habe ich auch gesagt?
Bist du zu Hause? Ich? Keine Ahnung. Ich bin gerade in irgendeinem Sumpf. Wie? Keine Ahnung, Junge. Und keine Kühe. Da! Kühe! 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 Ich habe Kühe gefunden. Oh mein Gott, Elias! Kühe! Die erste droppt schon mal gar kein Leder. Ja, so will ich das doch sehen. Die dritte auch nicht. Vierte und letzte hat wieder zwei gedroppt. Jetzt komm, eine Sekunde, mach was. Ja. So, ich habe 42 Papier. Wie viel Papier brauchen wir noch? Plus die 30, die du davor schon mit eingerechnet hast. Nein, ich habe 9 dazu gemacht. Leder. Nee, jo. Doch, wenn ich jetzt gerade so wieder überlege, dann fällt mir doch was so ein. Ja, bitte, hau raus. Aber ist halt ultra schwer zu erklären. Versuch's. Ganz dämlich sind die also, Leute ja nicht. Okay, es war in der Schule. Ich lag auf dem Boden. Okay, also ich lag einfach, ich habe mich auf den Boden hingelegt. Dann waren da so zwei Freunde. Und die, also der eine hat meinen Arm gehalten. Und der andere hat meinen linken Arm gehalten. Ulala. Also ich war halt immer noch auf dem Boden. Ulala. Und die haben, also wir haben dann zu dritt 3, 2, 1 gesagt. Und dann haben die beide mich gezogen. So, und die haben mich, also die haben mich gezogen, bis ich sozusagen stehen konnte. Ab diesem Moment bin ich gesprungen und die haben mich nochmal sozusagen so hoch, nochmal weitergezogen, sodass ich ultra weit nach oben fliege. So, und das hat dann ein paar Mal geklappt, was ich voll cool fand. Und dann kam Sportunterricht. Dann haben wir das im Sportunterricht probiert. Also, es war nicht geplant, dass ich danken wollte, aber als ich dann so gesehen habe, dachte ich mir so, geil. Probiere ich mal, vielleicht klappt das ja. Dann haben wir es probiert. Ja, mein Bein ist gegen den Arm von einem Freund geknallt. Deswegen habe ich mich dann in der Luft so ein bisschen nach vorne, ne? Dann habe ich mich halt aufs Maul gelegt. Oh Gott, Patrick. Ja, mein ganzes rechtes Bein hat richtig hart wehgetan. Es war auch so dieses, du kennst dieses Kribbeln? Ja. Ja, das hatte ich in meinem rechten Bein und dann irgendwann, ja, genau. Und dann haben wir dann noch Fang gespielt, also ganz am Anfang in der Sportstunde. Und immer wenn ich zu einer Wand gerannt bin, habe ich immer probiert, mit meinen Händen mich an der Wand nach rechts oder nach links abzustoßen, sodass ich so nicht viel Momentum verliere. Damit ich schnell entkommen kann, ja. Und das habe ich dann so oft gemacht, dass dann halt mein Handgelenk irgendwann so hart wehgetan hat, dass ich für die ersten irgendwie 5 Minuten, als wir wieder normalen Unterricht hatten, also sagen wir jetzt mal Mathe oder so, konnte ich da gefühlt gar nicht schreiben. Das hat so hart wehgetan. Aber dann nach irgendeiner Zeit war es schon wieder besser. Ja. Sorry, Dias. 45 Papier habe ich jetzt insgesamt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich glaube, irgendwie reicht das jetzt auch mal. So, ich habe jetzt schon 16 Leder. Ich habe hier gerade ein paar Pferde gefunden. Nice. So, 18 Leder. Perfekt. So, jetzt brauche ich noch 3 weitere Leder. Nee, 4. Doch. Nee. 4 weitere. Doch. 3 weitere Leder. Gott. Nice Ideas. 1, 2. Bitte? Ja, es hat 1 gedroppt. Ich glaube, das reicht. Du hattest ja noch ein Buch gefunden, sagst du, oder? 2. Habe ich. Ah, siehst du, dann reicht das. Ja, okay, nice, gut. So, okay, Leute. Da sind wir dann auch wieder schon zu Hause. Mit den 21 Ledern und dem 60 Sugarcane. Woher habe ich 60 Sugarcane? What the f***? Sehe ich jetzt erst. Okay, ich glaube, wir haben genug. Also, Patrick, kommst du zu mir? Warte. Ja, ich habe jetzt 60 Papier gecraftet. Okay. Dann, Patrick, gib mal alles her. Drop alles. Bitteschön. Okay, let's go. Und jetzt habe ich 20 Bookshelves. Genau so viel, wie wir brauchen. Patrick, dann lass uns mal das Teil da unten reinbauen. Dann, ganz kurz. Muss aber nur einfügen. Nee, falsch. Jetzt kommt er erst auf die hoch.
Du musst nur einfügen, bitte, Elias. Ich glaube an dich. Elias, ich hasse dich, Elias. Elias. Ja, warte. Wie viel muss bitte, es droppen? Bitte, es muss zwei droppen. Zwei reichen, zwei haben gereicht. Ja, es hat sogar zwei gedroppt. Ja, jetzt bauen wir den Enchantment-Mängel. Ja, hol ihn. Los. Nächstes Platzier. Los. Mach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es funktioniert. Patrick, es funktioniert. Aua. Oh. Ah, ich dachte kurz, Digga. Ich dachte kurz, bei dir ist gerade alles kaputt gegangen. Ich dachte mir gerade, Digga. Guck mal. Kannst du auch behalten, wenn du willst. So, das war's jetzt mit der Folge. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Leute. Jetzt soll ich dich bannen? Darf ich dich bannen? Nee. Doch. Nee. Doch, ich mach's jetzt. Slash. Nee. Blind. Nein. Was? Tu es nicht. Okay, jetzt das. Ja, okay.